Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier in Merhoyet, einem kleinen Dorf, in dem es Kranke gibt. Die wurden überfallen von Banditen. Und was haben wir noch? Kranke, Banditen und... Ach Das ja, hört einen was besser Gefangenen haben die auf. auch. Hey, Bist und du das Mircha? ist... Ja, der Benichor. bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Gut, Herr Ratzig, ich weiß nichts von der Seuche. Verschwende nicht meine Zeit und bring mich zum Gefangenen. Das konnte doch niemand voraussehen. Herr Ratzig weiß nichts von der Seuche. Das ist eigentlich ein ganz klares Argument. Es hat noch gar keine Kunde von der Seucherartei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Na gut, dann gehe ich eben zum Kloster. Du hättest mir längst jemanden hinschicken können. Ich bin kein Bote, bring mich zum Gefangenen. Ich gehe dann mal zum Kloster und mal sehen, ob sie euch helfen können. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Und das ist es. Hey! Ja, jetzt ist aber Pass gut. auf, wo du hingehst. Das ist natürlich das Argument, was ich gebracht hatte. Überall, wo dieses Kreuzchen an der Tür ist, da ist ein Kranker drin. Das habe ich jetzt so richtig erkannt. Du bist krank, sprich. Nein, hau ab. Das war wahrscheinlich die, die fieberte. Er hat ja von seiner Frau erzählt. Mit ihm kann ich nicht weiter reden. Dann gibt es hier doch bestimmt jemanden. Oh. Was? Willst du mein Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte Stroh. Weißt du das nicht? Stroh! Hast meinen Sohn geholt, aber mein Weib kriegst du nicht, du Hundskrüppel. Tja, ich würde sagen, ich helfe deiner Frau. Ich will doch nur deiner Frau helfen. Ja, auf die andere Seite willst du ihr helfen, nicht wahr? Das mit deinem Sohn tut mir leid, wirklich. Aber wenn du nicht willst, dass dir die Seuche auch die Frau raubt, lass mich sie sehen, sofort. Ich kann ihr helfen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Na also, siehst du? Hä? Bist du ein Quacksalber? So etwas in der Art. Dann mach schon, los! Mann, oh Mann, also sprich mit mir. Lass mich in Ruhe. Na toll. Du bist so nützlich wie ein Klotz am Bein. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Ja, toll. Das bringt mich weiter. Wir haben jetzt jemanden mit Fieber und wir haben noch jemanden mit Fieber. Du bist richtig nützlich, Heinrich. So, da vorne haben wir einen Wachmann und einen Krämerladen. Und sieh an, hier gibt es auch jemand Krankes. Oh ja, du siehst richtig krank aus, Daniel. Bruder. Liebster Bruder, bist du es?
Okay, ja, ich bin es, Bruder. Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Scarlets. Da ist Kirchtag. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte. Du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück. Oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja, ich erinnere mich. Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Bin durstig. Schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Lebe wohl. Okay. Sehr durstig. Und, naja, Brand. Oh mein. Warum wächst du mich? Hau ab. Okay, du bist nicht nützlich. Es schneit draußen. Spann den Schlitten an. Fieberwahn. Wirrer Geist, viel Gefasel. Tja. Hier hängt keiner rum. Dann schauen wir noch schnell in den Ställen nach. Oh, da hinten brennt's noch. Hier ist niemand drin. Irgendwo muss doch Matthias auch noch liegen. Die haben gesagt, er liegt in den Ställen. Ah, wenn man von mir spricht. Hallo, Matthias. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Ja, könnte man sagen. Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Wie geht's dir? Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Das war. Der Überfall, erzähl mir davon. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Ich hörte, ihr habt einen geschnappt. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Herb, der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Okay. Ich verstehe natürlich auch, dass Stroh Rache will. Er sollte ihn aber mir aushändigen. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melichar ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Wie sahen diese Kerle aus? Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher, aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Okay. Und wie gelang es euch, widersetzen? Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt, aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel.
Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Ja, das ist mutig. Erzähl mir von der Seuche. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet die Seuche? Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank, eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Was sind die Anzeichen? Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen und den Leuten wird es gleich ergehen. Wer ist krank? Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melicha und Stroh jemand krank ist. Ja, die habe ich schon gesehen. Merhuyet? Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Erzähl mir von Stroh. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Okay, wo finde ich Stroh? Das weiß ich eigentlich schon, aber egal. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Erzähl mir von Melichor. Wie ist Melichor so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melichor. Ein Gemeiner hat das Sagen, das ist nicht rechtens. Na gut, gut, dass jemand die Führung übernahm. Ich nehme mal an, das ist eine gute Einstellung. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Wo finde ich Melichor? Das weiß ich nicht auch. Wo wohnt dieser Melichor? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melichor wohnt in der linken. Ja. Gut, das wäre eigentlich alles. Wir schauen uns noch ein wenig um. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen sprechen. Außerdem haben wir noch nicht alle Häuser abgesucht. So. Na, da sind sie gesund. Ist zugemacht worden. Hier ist keiner. Na gut, klar, dass sie hier gesund sind. Es ist ja keiner da. Dann macht es ja auch keinen Spaß, irgendwelche Kreuze an die Wand zu pinseln. Da ist noch ein Kreuz. Und da war ich auch noch nicht drin. Meines Wissens nach. Zu. Nicht zu. Petrischka. Wer bist du? Siehst du nicht das Pestkreuz an unserer Tür? Ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Heinrich. Ich gehe zum Kloster, um Hilfe zu holen. Höchste Zeit. Der Herr hat bereits meinen armen Anton zu sich berufen. Und was willst du von mir? Erfahren, wie sich die Krankheit bei deinem Mann geäußert hat. Ich sag dir alles. Aber hilf mir erst, ihn zu begraben. Ich bin zu schwach und Melichor meinte, die Toten müssen sofort unter die Erde. Natürlich helfe ich dir. Natürlich helfe ich dir. Hab Dank. Wir müssen ihn hinter dem Haus bestatten. Da steht eine wunderschöne Linde. Ich verstehe. Gut, ich hebe dort das Grab aus. Danke. Komm wieder, wenn du fertig bist. Ich will mich jetzt verabschieden. Okay, heb ein Grab aus. Hinter dem Haus steht eine Linde.
Da ist sie. Und da ist auch das Grab, das wir schaufeln dürfen. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Bring die Leiche zum Grab. Na, großartig. Jetzt darf ich einen Todgeweihten anfassen. Ich bin fertig. Ich danke dir. Nun bring ihn bitte dorthin. Oh Herr. Ach, ist das der... Ach du meine Güte, ich glaube, der ist da in die Wand eingemauert. Kann das sein? Das mache ich. Ja, tatsächlich. Na, ja, war keine gute Idee. Ich wette, jetzt hole ich mir auch diese Krankheit. Ja, ich gehe schon mal vor, bis die nämlich ankommt, dann habe ich den schon zugebuddelt. Ja, da kommt sie. Körper fallen lassen. Zugestampft und sie kniet nochmal vor dem Grab. Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Sicher. Mein Mann hatte schreckliches Fieber. Und was noch? Schlimme Bauchschmerzen. Er meinte, ihm wäre, als hätte ihn einer mit Steinen vollgestopft. Hat sich die ganze Nacht gewunden. Muss schlimm wehgetan haben. Hab Dank. So. Und jetzt mal eine ganz kluge Entscheidung. Schnell mal wieder zum Wassertrog. Ha, jetzt fühle ich mich etwas besser und etwas gesünder. So, da waren wir. Da ist der Krämer, bei dem waren wir auch. Wo waren wir noch nicht? Da beim ersten Haus. Neben der ominösen Scheune, wo der Gefangene drin sitzt. Und auch hier ist jemand krank. Tatsächlich. Da kommt man nicht weiter. Gut. Lieber Gott. Aufhören. Wofür bestrafst du mich? Was? Nein. Vinzenz. Herrgott, Junge, was hast du hier verloren? Siehst du nicht das Pestkreuz an der Tür? Deswegen bin ich hier. Das Kloster schickt mich. Gott segne dich. Es wurde auch Zeit. Ich muss genau wissen, welche Leiden du hast. Ah, verstehe. Tja, ich habe hohes Fieber wie meine Frau. An gestern kann ich mich kaum erinnern. Hab fast nur fantasiert. Hast du sonst noch etwas? Abgesehen vom Fieber? Nun ja, vergib mir, wenn ich das sage, aber ich habe auch die Scheißerei. Kann nichts drin behalten und bin völlig am Ende. Meine Frau auch. Genug. Hab Dank. Ich versuche Hilfe zu holen. Warte kurz, ich hätte da eine Bitte an dich. Okay. Was brauchst du? Worum geht es? Um meinen letzten Willen. Kannst du schreiben? Ich kann schreiben. Das sollte ich schaffen. Genug. Ausgezeichnet. Das nicht länger. Dann leg los. Ja. Ich, Vinzenz, Sohn von Vinzenz, Enkel von Vinzenz, aus Meerhojet, vermache mein Gut und all meinen weltlichen Besitz meiner Frau Wilma. Sollte meine Frau mit mir dahinscheiden, vermache ich alles meinem Vetter Dobesch, dem Mutter Schuster in Jonowitz. Unter keinen Umständen soll mein Sohn Elias, der Faulpelz und Taugenichts, auch nur einen einzigen Groschen erben. Tradition hin oder her. Das soll ich schreiben? Ja. Und dann schreibst du: Der Vollstrecker meines Testaments soll mein guter Freund sein, Pater Fabian, der Pfarrer der Kirche St. Martin in Sasau. Oh. Sonst noch etwas? Das Testament wurde niedergeschrieben von... Heinrich, der im Dienste von Herrn Ratzig-Kubilla steht. Oh, das gibt dem Schreiben mehr Gewicht. Hier, nimm einen Ring. So weiß Fabian, dass das Testament von mir ist. Heutzutage kann man nie wissen.
Okay. Was hat dein Sohn denn so angestellt? Dein Sohn Elias. Was hat er ausgefressen? Heilige Maria, willst dich wohl einmischen, was? Was er ausgefressen hat? Alles. Heiraten hätte er sollen. Doch stattdessen verwüstete der Lump das Haus und lief fort. Er soll sich in Sarsau herumtreiben und seinen Lebensunterhalt mit Saufen, Würfeln, Lügen und Bescheißen verdienen. Welch Schande. Ich glaube, das ist doch der Helfer in dem Kloster, oder? Wo finde ich Pater Fabian? Na, wo wirst du ihn wohl finden? In der Kirche St. Martin natürlich. Gut, ich breche dann auf. Tu das, bevor es dich auch erwischt. Was würden wir dann machen? Tja, dann mal weg hier. Also bei denen esse ich nicht aus dem Topf, das können die vergessen. Gibt's hier sonst noch irgendwie einen Hof, einen Ort, einen Stall, irgendwas? Nein. Gut, umso besser. Dann habe ich mit allen gesprochen. Wir waschen nochmal schnell den Dreck von uns. Vielleicht hilft's ja gegen die Krankheit. Urak! Wir müssen los. Nach Sarsau. Ui, ich hänge im Zaun fest schon wieder. Habe ich jetzt eigentlich alles? Doch, ich glaube, ich habe mit allen gesprochen. Das heißt, wir können jetzt rüber nach Sarsau. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, das weiß nur mein Kompass oder meine Karte. Ach, Stiel ein Pferd, ja genau. Die Aufgabe stünde ja auch noch an. Da können wir bei Zeit mal wieder Schießübungen machen. Ich glaube, es wäre am sinnvollsten, wenn ich jetzt mal eine Quest nochmal neu sortiere. Letzter Wille. Achso, dafür muss ich was abschalten. Klötze brauche ich jetzt auch nicht. Dafür nehmen wir Letzter Wille und die Seuche auf. Genau. So, dann starten wir hier durch. Gehört der Hof hier auch noch irgendwie zu den Verseuchten? Was war das? Nein, tut er nicht. Bin weg. Hey. Na, Zaun. Ich glaube, ich bleibe auf der Straße. Das macht, glaube ich, auch am meisten Sinn. Ja. Ein Wanderer. Die sieht man oft heutzutage. Und unten ist ein Dorf. Noch ein Wanderer. Und der dritte. Nein, das ist ein Wachmann. Ich glaube, ich nehme hier den Weg in den Wald. Aufs Feld. so kann man sich... Halt. Vielleicht komme ich hier irgendwie relativ schnell nach Sarsau oder auch nicht. Doch, von hier aus müsste es jetzt eigentlich ganz gut laufen. Wir sind wieder auf einer Hauptstraße. Diese Straße führt zu den gewünschten Orten. Oder so ähnlich. Und es dämmert schon wieder. So, einmal Kloster, aber wir starten erstmal durch. Ums Kloster kümmern wir uns später.
Wir reiten durch zu dem Priester. Ja, durch das Gehöft. Ja. Runter zum Fluss. Dort am Fluss entlang. Und dann über die Brücke. Ja, falsche Ausfahrt. Da wollte ich eigentlich durch. Nicht unten zum Angelplatz, sondern... Ja. Da, die Brücke. Dich habe ich gesucht. So viel zu tun und so wenig Zeit. Ja, das sollte er sein. Hoppla, 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 warum ruckelt das so? Das gefällt mir nicht. Falscher Eingang. Da vorne ist der Eingang. Jawohl. So, das heißt, der Priester müsste irgendwo... hier drin sein. Ha, Pater Fabian, sprich mit mir. Vinzenz aus Merhojet schickt mich. Pater, Vinzenz aus Merhojet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich suche seinen Sohn Elias. Ich bin auf der Suche nach seinem Sohn, Elias. Angeblich lebt er in Sasau. Ah, Elias. Ja, er treibt hier sein Unwesen. Am ehesten findest du ihn im Wirtshaus beim Anger. Dort verbringt er den Großteil des Tages. Danke für deine Hilfe. Okay, ich habe noch hier seinen letzten Willen. Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Merhojet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja, noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Alles Gute. So, die Aufgabe wäre erledigt. Testament weg. Was macht der Skalitzer Pfarrer hier? Das wundere ich mich schon die ganze Zeit. Sei es drum. So, Burg, ich rufe dich nachher dazu. Jetzt gehe ich erstmal die Kneipe aufsuchen. Das Gasthaus. Um. Gott schütze dich, Heinrich. Sasauer Schreiber. Wie schön. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ah, hat sich erledigt. Ah, der Vogt. Hast du was verloren? Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Das gibt so Neues. Ist was Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Möge Gott über dich wachen. Es gibt hier echt nichts zu tun. Das ist ja merkwürdig. Ja, und da das Telefon gerade klingelt, könnte ich auch hier gerade die Folge beenden. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten wieder ein. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.